Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ja, warme Luft aus Süden wird am Wochenende zu uns strömen und damit wird es auch für die allermeisten viel, viel Sonnenschein geben. Wir schauen uns aber zunächst mal eine andere Karte an und zwar wird auch mit dieser südlichen Strömung etwas Sahara-Staub vor allem so in den Westen und Südwesten und Nordwesten gelenkt. Das sehen wir hier auf dieser Karte, wie das mit der südlichen Strömung herantransportiert wird. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie groß auf Autos eine gelbliche Schicht oder so bildet, denn das wird nur in größeren Höhen eine doch vergleichsweise geringe Konzentration sein. Das kann aber durchaus eben auch mal für dichtere Schleierwolken sorgen. Schauen wir uns aber jetzt im Detail in den nächsten Karten an. Und zwar blicken wir zunächst auf den Samstag. Da sehen wir viel, viel Sonnenschein. Möglicherweise eben so nach Westen und Nordwesten hin auch mal ein paar dichtere Schleierwolken. Ansonsten wird es aber verbreitet trocken bleiben und die Temperaturen dann so zwischen 15 Grad um 15 Grad im äußersten Nordosten und vor allem im Westen und Südwesten. Da geht es dann schon recht verbreitet über die 20 Grad Marke in den Niederungen. Durchaus eben Richtung Nordrhein-Westfalen 23, vielleicht örtlich sogar auch mal 24 Grad. Dann schauen wir auf den Sonntag. Da war ich dann etwas pessimistischer bezüglich des Sahara-Staubs, dass sich vielleicht auch mal ein paar dichtere Schleierwolken bilden, so vor allem im Westen und auch so im Südwesten. Das heißt, die Sonne kann manchmal nur noch so etwas milchig durchkommen. Muss nicht unbedingt der Fall sein. Das ist immer ein bisschen die Unsicherheit mit diesem Sahara-Staub. Sonst aber weiterhin viel Sonnenschein, richtig warmes Frühlingswetter mit einer kleinen Einschränkung noch vor allem so Richtung Erzgebirge und Oberlausitz. Hier könnten von Tschechien auch ein paar dichtere Wolken reinkommen und ein ganz geringes Schauerrisiko besteht dann so Richtung Nachmittag. Hier könnte es auch etwas kühler bleiben dann unter den dichteren Wolken, aber sonst sehen wir die Temperaturen doch recht verbreitet, so bei 18 bis 22 Grad, wiederum vor allem so Richtung Nordrhein-Westfalen und Richtung Rhein am wärmsten. Hier eben die Option, dass wir auch mal so 24, vielleicht irgendwo örtlich auch mal die knapp die 25 Grad Marke erreichen, aber das wird wirklich nur örtlich der Fall sein, vor allem wo der Wind dann eben so von den Mittelgebirgen runter weht an der Nordseite. Das war es dann erstmal fürs Wochenendwetter, aber wir wollen noch einen kurzen Blick auf den Trend werfen. Und da sehen wir hier einfach mal im 10-Tage-Trend für Frankfurt am Main, dass es wahrscheinlich zunächst mal noch recht mild bzw. warm weitergeht. Aber die Unsicherheiten nehmen zu, ob es dann vor allem so Richtung Dienstag, Mittwoch dann eine Abkühlung gibt. Insgesamt deutet sich aber nicht an, dass es einen markanten Kältevorstoß nochmal gibt. Das sehen wir hier frostfrei, sieht es dann auf jeden Fall auch in der Nacht für Frankfurt aus. Weitere Orte gibt es natürlich unter dem Trend hier, auch den 10-Tage-Trend für jeden Ort, werde ich hier oben wie immer auch verlinken. Dann wünsche ich ein schönes, frühlingshaftes Wochenende. Bis dann, bis zum nächsten Video zum Wochenausblick am Montag und ciao.